Herzlich willkommen zu unserer Yoga-Lektion. Wir machen die nächsten paar Wochen vor allem Übungen für die Stärkung des Immunsystems. Diese Woche im Vordergrund ist Bastrika, eine super Übung, um die Lungen gesund und stark zu halten. Wir starten zuerst einmal mit einer kurzen Meditation. Schauen, dass die Wirbelsäule gerade ist, die Schultern entspannt, der Kopf aufrecht, die Augen sind geschlossen. Wir nehmen wahr, wie die Luft beim Einatmen zur Nase hineinströmt und beim Ausatmen zur Nase rausfließt. Versuchen, den Rhythmus vom Atem zu beobachten, aber nicht zu beeinflussen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf den Atem. Falls ein anderer Gedanke aufkommt, dann lassen wir ihn noch kommen und wieder noch kommen. Wir kommen zu Bastrika, der Blasebalgatmung. Bastrika passiert vor allem im unteren Bereich des Bauches, im Abdomen. Also wir atmen mit der Bauchdecke, und zwar wie ein Blasebalg, gleichmäßig ein und aus.
schaue immer komplett füllen und wieder leeren. Das machen wir ein paar Mal. Und mit dem letzten Mal Lunge füllen, versuchen wir die Lunge komplett bis oben zu füllen, also inklusive dem Brustkorb. Und machen dann den Atemrückhalt mit den drei Verschlüssen. Also so. Kinne, Bauchdecke, Beckenboden schließen. Mit eurem Atemrückhalt bleiben, solange wie es geht, sodass man noch kontrolliert ausatmen kann. Zum Lösen wieder Bauchdecke, Beckenboden und Kinne lösen. Ausatmend, die Lunge leeren, dort die Übung nachspüren. Den Fluss von der Energie durch den Körper wahrnehmen. Dann üben wir weiter. Und nochmal eine Runde. Und dann eine letzte Runde.
Dann lösen wir die Position auf. Wir kommen in Vierfüßlerstand. Die Handgelenke und die Schultergelenke, Knie und die Hüftgelenke, Rücken gerade machen, Kopf lang. Wir strecken das rechte Bein nach hinten, der Fuß ist flex, die Ferse nach hinten drücken. Den rechten Arm nach vorne strecken. Der Atem entspannt und fließen, ständig das Bein nach hinten ziehen, den Arm nach vorne. Dehnung durch den ganzen Rumpf durchspüren. Der Atem ganz locker und fließen. Und ausatmend wieder lösen. Zurück in Vierfüßlerstand kommen, den Rücken gerade machen, den Kopf lang. Wir strecken das linke Bein nach hinten, Fuß ist flex, rechter Arm nach vorne strecken. Kopf in den Nacken legen, aktiv den Arm nach vorne ziehen, das Bein nach hinten. Und entspannt atmen. Und ausatmend wieder lösen. In Vierfüßlerstand zurückkommen, Rücken gerade machen, Kopf lang, Atem fließen. Dann schließen wir die Beine, wir stellen die Füße auf, wir senken das Gesäß auf die Fersen, die Stirn auf die Matte, die Arme nach vorne strecken. Die Hände sind mattenbreit voneinander entfernt, die Finger gespreizt, die Schultern nach oben drehen, die Läufe einatmen. Mit der Ausatmung das Becken her, Beine strecken, die Füße hüftbreit öffnen, den Rumpf zwischen den Armen versenken. Das Becken her, Steißbein aufrichten, entspannt, atmen. Versuchen mit jeder Ausatmung mehr und mehr in die Dehnung hinein zu schmelzen. Dann schließen wir beide Beine. Mit der Einatmung strecken wir das rechte Bein nach oben, ausatmen, schwingt das rechte Bein nach vorne. Der Fuß kommt zwischen beiden Händen, das linke Bein ist gestreckt. Fußball in die Matte reindrücken. Rumpf heben. Arme strecken. Die Schulter nach hinten ziehen, Blick nach vorne richten.
ständig mit dem Rumpf und den Armen nach oben streben, entspannt atmen. Ausatmen, den Rumpf wieder senken, die Hände auf die Matte stellen, das rechte Bein zurückziehen, Atem fließen. Einatmend, links Bein nach oben strecken, ausatmen, schwingt das linke Bein nach vorne, der Fuß zwischen beiden Händen, das rechte Bein ist gestreckt. Rumpf heben, Arm nach oben strecken. Schulter nach innen ziehen, Brustkorb öffnen. Der Blick ist nach vorne gerichtet, ein bisschen höher als Kopfhöhe. Der Atem entspannt. Lass fließen. Ausatmend, Rumpf wieder senken, die Hände auf die Matte stellen, das linke Bein zurückziehen. Entspannt, atmen. Dann bringen wir die Hände ungefähr 5 bis 10 cm nach vorne. Mit der Einatmung können wir die Schiefebene, Kopf in den Nacken legen, Atem anhalten. Ausatmend, Arme beugen mit der Nasenspitze auf die Matte kommen oder mit den Knien auf die Matte kommen oder auf die Matte liegen. Atem anhalten. Einatmend, Rumpf heben, Schultern von den Ohren wegziehen, Kopf in den Nacken legen, Atem fließen. Atem anhalten, sorry. Ausatmend, wieder zurück in Abstand und Atem fließen jetzt. Nochmal einatmen, Atem anhalten. Ausatmen, Atem anhalten. Einatmen, Atem anhalten. Ausatmen. Entspannt, weiter atmen. Mal einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Atem fließen. Dann senken wir die Knie. Dann können wir die Fersen sitzen. Wirbelsäule aufrichten, Schultern entspannen. Kopf aufrichten, Atem fließen. Konzentration nach innen richten.
Dann stellen wir die Beine vor den Rumpf. Wir nehmen entweder strecken wir das rechte Bein aus oder wir nehmen das rechte Bein unter dem linken durch. Der linke Fuß ist auf der einen oder der anderen Seite vom rechten Knie. Wir greifen entweder mit der rechten Hand das linke Knie, drehen zur linken Seite Kopf nach hinten, drehen die Hand hinten abstellen oder mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie die Hand auf den Oberschenkel und so nach hinten drehen, was besser geht. Entspannt in Bauch, in Abdomen atmen. Spüre, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Und dann versuchen, mit jeder Ausatmung Bauch- und Rückenmuskulatur komplett zu entspannen. Einatmend langsam zurück zur Mitte drehen, Bein wechseln, entweder das linke Bein ausstrecken oder den linken Fuß, das linke Bein unter dem rechten durch, den rechten Fuß auf die eine oder andere Seite vom linken Knie und dann entweder mit der linken Hand das rechte Knie greifen, zur rechten Seite dehnen oder mit dem Ellbogen zum Knie kommen, Hang auf den Oberschenkel. Und dann so zur Seite drehen. Die Schultern entspannen, den Kopf gerade halten, entspannt in Abdomen atmen. Und dann versuche ich jeweils mit der Ausatmung Bauch- und Rückenmuskulatur komplett zu entspannen. Atmend, drehen wir es langsam zurück zur Mitte. Kommen in lockeren Schneidersitz. Wirbelsäule aufrichten, Schultern entspannen, Atem fließen und die Übung nachspüren. Dann lösen wir die Position auf, legen uns auf den Rücken. Nacken lang machen, das Kind zur Brust ziehen, die Arme locker neben rumflecken, die Handflächen nach oben drehen, Beine leicht öffnen, die Füße entspannen.
Dann stellen wir beide Füße geschlossen auf die Matte, kreuzen die Finger von beiden Händen und nehmen die Hände hinter den Kopf. Schulter und Ellbogen entspannen, tief einatmen. Ausatmen, legen wir beide Beine auf die rechte Seite, drehen den Kopf zur linken Seite und halten den Atem an. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Seite wechseln, Beine nach links, Kopf nach rechts, den Atem anhalten. Im eigenen Rhythmus weiter üben, mit der Einatmung zur Mitte, mit der Ausatmung zur Seite, Bewegung mit dem Atem synchronisieren und versuchen, mit jeder Ausatmung Bauch- und Rückenmuskulatur komplett zu entspannen. Und nächstes Mal einatmen, bleiben mit Bein und Kopf in der Mitte, strecken zuerst das rechte, dann das linke Bein aus, die Arme hinter dem Kopf vorne, locker neben rumflecken, die Handfläche nach oben drehen, die Schultern entspannen, Nacken lang machen, das Kinn zur Brust ziehen, den ganzen Körper entspannen und die Übung noch spüren. Versucht zu spüren, wie das Gewicht vom Körper langsam bei jedem Mal ausatmen, mehr und mehr in die Matte hinein versinkt. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief ein und spüre mit der Ausatmung, wie sich alle Muskeln entspannen. Tief einatmen. Und mit der Ausatmung die Ruhe im Körper und im Geist wahrnehmen. Atme dann normal und entspannt weiter. Lass den Atem fließen. Nimm den natürlichen Fluss vom Atem wahr.
die dich vom Atem tragen lässt. Der Atem dreht dich tiefer und tiefer in dein Bewusstsein. Je tiefer du dringst, desto stärker spürst du den inneren Frieden. Atme dreimal tief ein und wieder tief aus. Langsam die Finger bewegen, die Zehen bewegen, die Hände und die Füße bewegen. Die Arme über den Kopf strecken, den ganzen Körper dehnen. Die Arme wieder vor den Körper nehmen, die Handflächen aneinander reiben. Die heißen Handballen auf die geschlossenen Augen wieder legen. Warten, bis sich die Wärme übertragen hat. Die Hände wieder vor den Augen nehmen. Langsam blinzeln und die Augen öffnen. Rechter Arm über den Kopf strecken, das linke Bein anziehen, auf die rechte Seite drehen. Mit Hilfe vom linken Arm den Rumpf aufrichten und zurück in die Sitzposition kommen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Das wäre es für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir Feedback, wie es war. Ist es zu kurz, ist es zu lang, zu langweilig, was auch immer. Meldet euch bitte. Und vor allem wichtig, übt daheim. Jeden Tag, wenn es geht, am Morgen oder zu oben, wenn es für euch am besten passt, aber übt. Vor allem jetzt ist es wichtig. Bleibt gesund und bis gleich.